Wie lässt sich ganz einfach bei Coinly eine Wallet-Adresse oder eine beliebige Kryptobörse hinzufügen? Dazu müssen wir hier oben über den Reiter Wallets gehen und können dann hier über den Button Add Wallet, Add Exchange ins Suchmenü gelangen, wo wir dann nach der entsprechenden Kryptobörse oder den entsprechenden Coin, den wir hinzufügen wollen, suchen können. Wenn wir zum Beispiel die FTX-Börse hinzufügen wollen, suchen wir hier nach FTX, kriegen die Börse dann hier schon vorgeschlagen, können dort draufklicken. Können dann hier einen beliebigen Namen dafür vergeben, können wir hier auf FTX dann einfach stehen lassen und können dann hier unten über Import vom File eine CSV-Datei, also quasi eine Excel-Tabelle, die alle Transaktionsdaten der jeweiligen Börse beinhaltet, dann ganz einfach per Drag and Drop hinzufügen oder alternativ per Setup Autosync können wir auch einen API-Schlüssel hinzufügen. Wir bekommen hier auch nochmal eine entsprechende Information, wie das genau funktioniert. Aber in der Regel ist es so, dass bei der entsprechenden Börse, sofern ihr es unterstützt, einfach in die Profileinstellungen gehen. Dort findet man den Menüpunkt API-Schlüssel meistens schon. Der ist dann mit zwei Klicks erstellt. Der wird dann einfach hier reinkopiert. Und ab sofort können dann alle Transaktionsdaten der jeweiligen Börse vollautomatisch tagesaktuell abgerufen werden. Und wir haben gar keinen Stress mehr mit dem Import oder Export von irgendwelchen Transaktionsdateien. Genauso ähnlich funktioniert es auch, wenn wir jetzt einen Coin wie zum Beispiel Bitcoin hinzufügen wollen. Suchen wir mal nach Bitcoin, kriegen das hier schon vorgeschlagen. Da müssen wir dann auch hier oben einfach einen Wallet-Namen dafür vergeben, wie das hier bei Coin angezeigt werden soll. Und können dann hier eine Public-Adresse eingeben, also quasi unsere Wallet-Adresse von unserem Bitcoin-Wallet. Und da alle Transaktionsdaten eh öffentlich auf der Blockchain einsehbar sind, muss Coinly dann nur noch quasi alle Transaktionsdaten der jeweiligen Wallet-Adresse abrufen und kann diese dann hier ganz einfach importieren. Und so können wir das auch dann tagesaktuell immer hier in Coinly tracken. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal mit dem Anbieter Nexo vorbereitet, habe dazu einfach auf Nexo eine CSV-Datei exportiert. Das lässt sich auch ganz einfach bei Nexo im Profil unter den Transaktionen machen, dort einfach auf Export gehen. Dann wird bei Nexo eine CSV-Datei exportiert. Die kann man dann einfach hier bei Coinly importieren. Coinly kann mit dieser CSV-Datei umgehen. Also ist dann auch mit zwei, drei Klicks relativ automatisch erledigt. Und da sehen wir hier, dass 647 Transaktionen erfasst wurden. Und diese können wir uns dann hier auch im Dashboard quasi das Ergebnis anzeigen lassen. Hier sehen wir dann die vergangene Entwicklung. Den Zeitraum können wir uns hier einstellen und sehen hier unten auch die aktuellen Kryptowährungen, die hier bei Nexo gehalten werden und kriegen hier unten auch ein Kreisdiagramm mit der Verteilung angezeigt.